Diesen Samstag ist wieder Stopp Armut-Konferenz in Aarau. Das mal natürlich unter ganz speziellen Vorzeichen nach dieser Woche, die wir jetzt erlebt haben. Weil der Aktualitätsbezug, den wollte ich natürlich gerade am Anfang stellen. Und ich fange an in diesem Gespräch mit dem Florian Glaser, Kampagnenleiter Stopp Armut, mit einer Karikatur jetzt einmal. Vielleicht ein leichterer Einstieg auf zu einem sehr schwierigen Thema, wo wir aktuell dran sind. Die Karikatur ist mir einmal ins Auge gestochen, oder? Rettet das Klima, aber zuerst die Banken. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das siehst? Ja, die letzten Tage haben verschiedene Schwierigkeiten aufgeworfen und auch Themen, ja, die man kritisch anschauen kann, müssen anschauen, als Gesellschaft auf Fragen aufkommen, ja, wie setzen wir Prioritäten in unserer Gesellschaft, für was geben wir uns das Geld aus? Wo man sich an diesem Beispiel verbildlichen kann. Oder auch, wenn man überlegt, dass jetzt hier über das Wochenende ein paar hundert Milliarden investiert worden sind und gleichzeitig kürzt man die Millionen von der Entwicklungszusammenarbeit im Budget. Ja, da muss man sich fragen, was sind die Prioritäten und wie können wir uns auch engagieren, damit es vielleicht anders kann sein oder gerechter kann sein. Und ihr habt ja lustigerweise das Thema «Genug, mehr Leben mit weniger». Ist das fast ein bisschen grotesk, jetzt, wenn man das anschaut, Managerlöhne und alles gross in den Schlagzeilen jetzt die Woche. Und ihr eben habt das Thema «Genug, mehr Leben mit weniger». Ja, es zeigt einmal mehr die Aktualität vom Thema. Darum haben wir das auch ausgesucht, weil wir merken, es ist ein dringendes gesellschaftliches Thema, über das zu reden. Es zeigt ganz spezifisch auch die Unternehmen, die wir in Verantwortung übernehmen, auch wegkommen von Gewinnmaximierung noch im Fokus zu haben und das Gemeinwohl irgendwie auch müssen zu berücksichtigen. Und zu diesem konkreten Beispiel haben wir zum Beispiel auch einen Workshop in der Konferenz. Und das ist mich sehr schön und spannend, ja, genau das auch konkret aufnehmen können. Ihr habt ja unter anderem so auf die Fahne geschrieben, den Lebensstil zu hinterfragen. Also das kann man daraus lesen, genug mehr Leben mit weniger. Also da kann ich selber mal den Spiegel her haben, oder? Was heisst das für mich persönlich? Und auch gleichzeitig eben ungerechte Strukturen, die ihr wollt verändern. Also es sind so beide Aspekte, die jetzt auch wieder an diesem Samstag in Aarau vorkommen, oder? Ja, wir werden versuchen, die Probleme ganzheitlich anzugehen. Und da braucht es Anstöße in verschiedenen Richtungen. Da braucht es politische Veränderungen, Strukturen, die wir hinterfragen und überlegen, wie können wir die gerechter gestalten, wo wir die Möglichkeiten haben in der Schweiz, auch Strukturen und Politik mitzugestalten. Eben auch die Unternehmensseite, wo wir auch beleuchten, ja, wie kann die Wirtschaft anders funktionieren und ich als Mensch, was können wir tun, was können wir für einen Beitrag leisten. Dann gibt es ein Thema genug, ja, steckt drin, dass wir immer mehr spüren, dass die Ressourcen der Welt irgendwie begrenzt sind einerseits. Wir verbrauchen mehr Ressourcen als nachwachsen. Und das kann nicht so weitergehen, das wissen wir eigentlich seit 50 Jahren, der Club of Rome den Bericht herausgegeben hat und es ist noch nicht viel passiert. Und da muss man sich schon überlegen, wie kann sich das verändern. Gleichzeitig finde ich, es ist ein Thema für uns als Kirche, also als Christen auch reinzustehen. Und wenn wir es von dem her auch positiv betonen, weil wir finden, hey, einerseits glauben wir, die Schöpfung ist uns anvertraut und sollte eigentlich mit ihrer ganzen Fülle genug bieten für uns alle. Und ein bisschen weniger ist vielleicht für uns mehr Leben, und ermöglicht anderen Leben, also mehr Leben auch für andere. Und darum haben wir das Thema ausgesucht. Jetzt stehen wir kurz vor dem Stopp Armut-Tag, den ihr durchführt in Aarau. Erlebt ihr jetzt dort im Vorfeld, dass es eher schwieriger ist, mit diesen Themen zu kommen? Einmal hat man gehört sagen, auch die ganze Klimabewegung sei eher ein bisschen nicht zum Stillstand, bei weitem noch nicht, aber doch, es hat ein bisschen Bremse gegeben, hier drin. Was erlebt ihr auch in Sachen Anmeldestand und überhaupt? Es ist noch spannend, wo ich eigentlich anlaufe mit dem Thema, sagen die Leute, spannend, mega cool, es klingt interessant. Und gleich sind die Anmeldezahlen eher noch gering oder unter den Erwartungen, also es hat noch Platz, man darf sich sehr gerne noch anmelden, bis am Samstag auch, einfach an die Tageskasse vorbeikommen. Es wird sich noch zeigen, wie sich das auswirkt, ja. Über längerfristig, wie die Themen präsent sind. Aber wir versuchen, so viele Leute möglich zu erreichen und auch mit der Konferenz aber darüber aus die Themen in Kirchen und in die Gesellschaft hineintragen.
Ja, super. Hey, ja, cool, dass ihr da dran seid. Und wir werden natürlich auf LiveNet auch noch berichten darüber, wie die Konferenz abgelaufen ist, was für inhaltliche Schwerpunkte es dort oder Erkenntnisse und so weiter, dass man hat rausgeschafft zusammen. Also sehr spannend, das können weiter zu beobachten. Florian Glaser, danke vielmals für den kurzen Einblick. Ihr könnt auch spontan am Samstagmorgen einfach das Aro auftauchen und dann eben mit diesem Thema auseinandersetzen. Genug mehr Leben mit weniger, für einen persönlich, aber auch in den ganzen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Zusammenhängen. Spannende Fragen, die hier zusammen besprochen, diskutiert werden. Herzliche Einladung dazu und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis gleich wieder und tschüss. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/videopartner.